Mein Name ist René Schlott und ich habe für den Vergangenheitsverlag in Berlin eine Biografie über Johannes den 23. verfasst mit dem Titel Der Friedens- und Konzilspapst. Ich selbst beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit der Kirchengeschichte. Ich habe hier in Berlin Geschichte, Politik, Publizistik studiert und später zum Papsttod als Medienereignis promoviert. Für die Promotion war ich am Vatikanischen Geheimarchiv und habe dort geforscht, auch am Zeremonialarchiv des Papstes und bei Radio Vatikan. All diese Arbeiten, all diese Forschungen sind eingeflossen in die Biografie eines großartigen Papstes, der von 1958 bis 1963 die Kirche regierte und für die katholische Kirche entscheidende Weichenstellungen vornahm, unter anderem mit der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Biografie ist geeignet für alle, die sich kurz und knapp über das Leben dieses Papstes informieren möchten. Und gleichzeitig bietet die Biografie darüber hinaus zahlreiche Features, zum Beispiel Abbildungsmaterial, Videomaterial, zeitgenössische Medienzeugnisse zur Biografie dieses Papstes und auch Links und Verweise auf die Vatikan-Webseiten, wo man unter anderem alle Enzykliken Johannes des 23. im Originalwortlaut findet. Also, ich wünsche dir viel Freude und Spaß beim Lesen und beim Durchklicken dieser Biografie.